So, ein bisschen Sightseeing in Berlin. Ich habe keine Ahnung, was ich euch hier alles zeigen werde. Ich weiß, ich bin hier am Berliner Dom. Hinter mir ist die Museumsinsel. Und ansonsten kenne ich mich eigentlich nicht sehr aus. Also von daher gehen wir einfach mal hier lang. Immer schön an dem kleinen Bächlein hier, was sich dann Spree nennt. Wenn dir dieses Video gleich gefällt, dann abonniere doch unseren Kanal und drücke auf die Glocke, somit verpasst du zukünftig kein weiteres Video. Wettertechnisch habe ich Glück. So, da geht es gleich hoch. Ich hoffe, da hinten geht es weiter. Ich glaube, hier war ich schon mal, das DDR-Museum. Okay. Also direkt gegenüber vom Berliner Dom, das DDR-Museum. Hier gibt es Online-Tickets. Hat von 9 bis 9 auf. Ja, und es geht definitiv weiter. Man muss nur hier unten her. Ist natürlich nicht immer unbedingt schön. Aber das kriegen wir hin. So, hier zur Rechten das Humboldt-Forum. Das scheint hier, das ist der Fliegende Holländer, aber hier scheint es das Nikolaiviertel zu sein. Zumindest hieß die Anlegestelle gerade so. Hinter mir der Fernsehturm. Und ich gehe einfach mal weiter. Weiter geht es mit dem Ahnungslosen, immer wenn ich irgendwas sehe. Das hier ist die Rathausbrücke. Ja, und entweder ist das hier Werbung für die Zentral- und Landesbibliothek Berlin. Oder es ist die Zentral- und Landesbibliothek Berlin. Ich gehe einfach mal weiter. So, hier ist irgendein Denkmal. Ein Drachentöter oder so. Kiss steht drauf. 1855. Aber vielleicht steht ja vorne auch noch was davor. Ne. Aber so viel zum Denkmal. Und hier ist irgendeine Kirche. So, hier zur Rechten dann die Mühlendammschleuse. Wem es etwas sagt. Also ich gehe einfach nur weiter hier an der Spree. Und so wie das aussieht auch, Spree aufwärts. Ja, jetzt wollte ich eigentlich auf der anderen Seite zurückgehen. Das wird ja aber immer breiter. Aber das wird auch ein Ziel. Hinten über die Brücke und dann auf der anderen Seite wieder zurück. So, linken ist auch noch irgendwas. Keine Ahnung. Wer es kennt? Gerne posten. So, das ist der Blick zur Linken und ich gehe jetzt da hinten über die Brücke. Da ist auch irgendein S-Bahnhof. Wenn ich da bin, sage ich mal, welcher Bahnhof das ist. Und diese Schleuse hier, das ist wohl die älteste Überquerung an der Spree und deswegen so besonders. Stand da zumindest gerade auf so einem Schild. Das da hinten sind eigentlich auch ganz nette Mäuerchen da an der Kirche. Aber das schauen wir uns gleich von der anderen Seite nochmal an. So, das wird langsam hier der Ausblick. Jetzt bin ich auf der Janowitzbrücke und demnach ist das auch die S-Bahn-Station Janowitzbrücke. So, und hier dann die andere Seite. Aber wieder Spree abwärts. Leider, leider sehr viele Zelte hier unter den Brücken. Also Obdachlose und ich habe das Gefühl, also wir haben jetzt hier Mitte Juni 2024. Ich habe das Gefühl, die halbe Welt kifft hier. Es ist unglaublich. Also eine Duftwolke nach der nächsten. So, jetzt bin ich über eine weitere Brücke, so ein kleiner Park mit Spielplatz, viele Boote und es geht weiter spreeabwärts, linksseitig. So, das ist jetzt die andere Seite der Schleuse und da erscheint dann auch schon wieder die Museumsinsel vor uns. Das ist die Kirche von eben. Eigentlich ein netter Rundgang. Manchmal ein bisschen, naja. Zwielichtige Gestalten, aber es klappt schon. Hier nochmal aus der Perspektive. Heute ist ja auch hoher Staatsbesuch hier, deswegen halb Berlin abgeriegelt. Der ukrainische Präsident Zelensky ist hier. Ja, und jetzt muss man tatsächlich ein Stück hier an der Straße lang und dann da gleich rüber, um da wieder zum Wasser zu gelangen. So, jetzt lichtet sich das Ganze wieder ein bisschen. Gucken, wo ich jetzt gleich auf jeden Fall wieder was. Also laut Straßenschild Schlossplatz. Ich bin an meiner Nase, ich kenne mich ja wieder gar nicht aus. Und ich gehe einfach mal rüber.
und guck mal, wo ich lande. Das ist natürlich hier das Humboldt-Forum und ich guck mal, ob ich da wieder am Wasser lang komme. Andererseits, warum am Wasser lang? Wenn man auch hier durchkommt. Radfahrer absteigen, Fußgänger willkommen, dann gehe ich einfach mal hier durch. Das ist also das Humboldt-Forum Porta 1 Nikolai Viertel. Hier gibt es auch ein paar Bildchen. Geschichte. Ja, eigentlich ganz nett, Geschichte des Orts, hier nochmal zu schauen. Für welche wie mich die Touristeninformation. So sieht das ja eigentlich ganz nett aus hier. So, jetzt bin ich gerade hier raus. Und riesiger Platz. Der Dom vor mir. Also Museen. Ja, hier ist richtig was los. So, einen Fußgängerüberweg habe ich hier auch gefunden. Also Wetter könnte besser nicht sein. Ist nicht zu heiß, nicht zu kalt. Richtig angenehm, knapp 20 Grad. Hier nochmal das Humboldt-Forum von der anderen Seite. Und hier dann der sogenannte Lustgarten. Da muss ich mal eben den Winkel ändern. Das ist also der Dom in seiner ganzen Größe. Das vor mir scheint auch irgendein Museum zu sein. Alte Museum, steht da dran. So, das vor mir scheint das Museum der Deutschen Künste zu sein. Und rechts auch das Wasser. Ja, und hier war ich tatsächlich schon mal kurz vor Corona, paar Tage vor Corona-Ausbruch. Und das war recht kühl noch. Das war nämlich Ende Februar. Dann wahrscheinlich 2020, vermute ich, wenn ich richtig gerechnet habe. Die Videos von damals übrigens, da habe ich eine Playlist gemacht, da packe ich auch dieses Video mit rein. Das könnt ihr dann alles zusammen in der Playlist sehen. Ja, und hier bin ich ja in zweiter Reihe dann auch im Hotel. Also gehe ich mal weiter an dem Wasser entlang. Dieses Gebäude da, ich weiß nicht, was es ist, sieht auch oben ganz interessant aus. So, das hier ist die Elefantine. Sieht dann so aus. Ist die Eiserne Brücke, das Deutsche Historische Museum zur Linken. Und hier komme ich wieder an mein Wasser und kann wieder abbiegen. Ja, es sieht schon ganz gut aus mit den ganzen Spiegelungen hier. Bei den Lichtverhältnissen haben jetzt inzwischen, mal gucken, ja, gleich 7:30 am Abend. Und weiter geht's. Ach ja. Hier ist auch mal für mich ein Hinweisschild, Museumsinsel Berlin. Wo stehe ich? Lustgarten bin ich eben durchgelaufen, dann links, ja, Standort. Da bin ich. Also gleich haben wir Bode-Museum. Weiter geht's überall. Baustelle ist hier überall. So sieht das dann von hier aus. Und ich gehe mal weiter hier lang. So, mal von hinten. Ich finde das fast durch über die Museumsinsel. So sieht das dann von hier aus. Und wie gesagt, das ist Staatsbesuch hier. Das soll wohl auch 4 Tage bleiben, habe ich gerade gehört. Das da ist auch ein ganz lustiges Kerlchen. So, ich könnte jetzt hier rum wieder zurück zum Hotel gehen. Vielleicht mache ich das auch. Ich schau mal. Ja, es geht dann doch ein bisschen weiter noch mit dem Sightseeing. Ich bin jetzt hier abgebogen. Da in der Richtung ist mein Hotel, das Mirabeau. Und ich gehe jetzt mal in diese Richtung. Es ist ja noch früh am Abend. Und dann schauen wir mal, was sich hier noch bietet, was der Abend einfach noch bringt hier. Bei dieser kleinen Runde. Ja, und ich glaube, ich bin hier eben auch schon hergekommen und deswegen biege ich hier gleich einfach mal ab.
Also, als ich vom Bahnhof kam. Ich bin mal rechts abgebogen und schau mal, wo es mich dann jetzt hier hinführt. Ja, und das sieht eigentlich ganz nett aus. Ich gehe jetzt mal weiter. In diese Richtung hier. So, und über diesen Schlenker gehe ich jetzt mal zurück Richtung Hotel. Fazit, ganz nett an der Spree. Abseits super schöne Lokale. Und ja, schauen wir mal, was die nächsten Tage bringen. Ein Abstecher habe ich noch gemacht auf die Parallelstraße. Jetzt ein bisschen lebendiger. Und dann gehe ich mal nach. Kleiner Schlenker noch über den Rosenthaler Platz und weiter geht's Richtung Hotel. Wir hoffen, unser Video hat dir gefallen. Abonniere doch einfach unseren Kanal, drücke auf die Glocke und du verpasst zukünftig kein weiteres Video mehr.